Moin Moin, du Röhre, und herzlich willkommen zur Öffnung von mehreren unterschiedlichen zufälligen Yu-Gi-Oh! Verpackung. Verpackungen. Oh Gott, das Deutsch wird schwer. Wie ihr bereits hört, werden wir heute die komplette Öffnung auf Deutsch machen, weil wir hatten mit Sören mal geplant, eine Herausforderung zu machen, dass wir das alles auf Deutsch machen. Genau, also wundert euch nicht, weil wenn wir ein bisschen langsamer reden, weil wir müssen uns konzentrieren, dass wir keine englischen Begriffe Genau, verwenden. das Einzige, was natürlich zählt, sind Eigennamen, die dann vielleicht hier dann drin stehen. Die lesen wir dann noch so vor, wie sie dort vorgegeben sind. Genau. Und ja, wollen wir anfangen? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, jeder Und sechs. möchtest du beginnen oder soll ich Ich beginnen? fange an. Alles klar. Diesmal auch extra nur deutsche Packung, damit das nicht schwierig wird. Ich halte es mal nur rein und lese es nicht vor. So, wir haben X, Krala, Synapsis, Synapsis, Selbstzerstörungsameise, Nixenrüstungsabissnerei, amazonischer Schoßtiger, Weltvermächtnis Weltpanzer, Nummer 41 Baguska, der schreckliche müde Tapir, amazonische Spionin, Kondensatorpirscher und Amano Iwato. Hier kannst du als Das ist gut. doch eigentlich eine gute Super Rare. Das ist eine gute, super seltene Karte. Verdammt! Die gute, super seltene Karte kannst nach Die vorne gute super seltene rausnehmen. Karte. Äh, Oh, das, es das ist geht schon eine, das, los. also die, die zählt als gute. Das ist so wie quasi Zwillingstwister oder so. Ja. Rote Wache, Ryo Okami, Metallfuse Konter, Schwarzflügel Tornado, die Umkehrwinde, Künstlerkumpel Gongatze, Dedi Gelehrter Nikola, Gesandter des Chaos als seltene Karte, Metallfuse Alles Kombination als rum. super seltene Karte, So. Meisterpiece, der wahre Drachobezwinger. Steht halt Biest, das muss ich halt so vorlesen, als ultra seltene Karte. Und oh mein Gott, wie viele habe ich denn davon schon als geheimnisvolle seltene Karte? Dimensionsbarriere, oh mein Gott. Ich glaube, wir mittlerweile aus den ganzen Verpackungen, die wir hatten, glaube ich, schon so drei, vier gezogen. Das ist unglaublich. Symphonischer Krieger Synthes, Künstlerkumpel ausgeflipptes Nilpferd, Zodiac Combo, Quarantäne, paläozoischer Dino Michus und Raubpflanze Alkanpflanze. Das sind diesen Dann garantiert. Sternenverpackung Arc 5. Sehr spannend. Sternzeichenkundler Chaos. Künstlerkumpel Partnatter und als Mosaik seltene Karte Anordnung des Künstlers. Dann Filmverpackung, goldene Edition. Da haben wir Vereinigung der kubischen Herrscher, tiefäugiger weißer Drache, dunkler Magier, sehr cool, der ultimative Hexer im Hinblick auf Angriff und Verteidigung, Chaosform, das ist eine gute goldene seltene Karte, und Lord Gaia, zorniger Ritter. Die kann man mit rauslegen, weil die sehr wertvoll ist. Legendäre Duellanten, wow, nicht mehr, einfach nur legendäre Duellanten. Eigentlich Eigentlich ist es doch irgendwie eigentlich ist es halt. noch du eine Duellantenverpackung. Genau. Ryoku, Wasserdrache, Lövotaurus, ein legendärer Ozean und Zorn von Kairushin. Weiß nicht, Kairio oder so, spricht man das aus? Kairushin, genau. Bestimmt, hier steht das nicht drauf. Hier steht das drauf. Duellantenverpackung, Da steht, dimensionale Wächter. Das müsste eigentlich Duellantenverpackung Joey sein. Ich bin mir nicht sicher, ob die legendären Duellanten überhaupt Duellantenverpackungen sind. Cypherflügel, finsterer Resonator, roter Wurm. Oh, wir haben eine Rote Würmer. holographische Karte dahinter. Bist du Nablichtrot, sicher? ja, weil jetzt kommt noch eine, und das heißt, da kommt noch eine Nablicht-Rotdrachen-Erzunterwäldler. Das ist eine gute, seltene Karte. Und dann haben wir Ritualheiligtum als ultra seltene Karte. Das ist cool, weil die ist nicht garantiert. Nein, ich habe das Wort mit C gesagt. No! Welches hast du gesagt? Ist doch das N-Wort. Ich habe kühl gesagt auf Englisch und ich habe dann Nein auf Englisch gesagt. Geisterkrieger. Erste Auflage. Ja. Magischer Musketier Doc. Lockendes Licht. Legendäre Sechs-Samurai Shinai. Magische Muskete Desperado. Geheime Sechs-Samurai Hatsume. Die ist cool. Die ist cool. Ja. Ich Ich bin mal. würde sie rauslegen, weil das eine gute Karte ist, meiner Meinung nach. Ja. Sternpackung, Kampf gegen alle oder was? Ultimativer Kampf. Ultimativer Kampf. Jeder Vielleicht. gegen jeden Kampf. Dedi Necroschleim, Pianissimo und Yusenjo Kame 1. Als Stern Sternen seltene seltene Karte. Karte.
Maximale Krise. Oberster König, Drachen, finster Gewürm. Produkt des Zerstörungsschwertkämpfers, Zodiac Hammerkong, Geschenkaustausch, dunkler Vertrag mit der ewigen Finsternis, mit, ja, Pendulum Mucho, Lyrik-Liedervogel, Türkisspatz, Raubpflanze, Lilienkobra und Doppelresonator. Hm, okay, dann habe ich verstecktes Waffen Depot 6. Also Omega XYZ. Ja, Arsenal darf ich sagen, aber ich möchte Waffendepot sagen, das ist lustiger. Waffenkammer. Ja, genau, 6. Genau, versteckte Waffenkammer. Damit gleich die geheimnisvolle. Du hast die ich weiß, tut mir leid. Da haben wir die Laval-Kanone, das ist eigentlich eine ganz coole. Trotzdem geht die weg. Staubexplosion, Stahlschawachpfosten, Wasserspiegelillusion und Vylon Pentachloro. Oder Vylon. Gekreuzte Seelen. Superstarker Samurai, großer Waraji. Künstlerkumpel Federgans, Schreckenspelz Peloiden-Kobold, Kummer des Unterweltlers, Überverrappter flammender Falke, schwindelerregende Winde des Josendorfs, Geistungeheuer Zähmerin Sephra Ampilika, Künstlerkumpel Zwickhelfer und Phantomgreif. Ein legendäres Monster, das heimlich im Gebirge lebt und sich mit den Harpien um die Jagdgründe streitet. Man sagt, dass ein einziger seiner Flügelschläge einen schrecklichen Sturm verursachen kann. Und dann haben wir noch extreme Kraft. Ja. Schauen wir mal, was uns die extreme Kraft bringt. So. Bisher nicht so berauschend, was wir hier so rausgezogen haben. Tinwinkel Eindringling, wattkinetischer Puppenspieler, Striping Partner. Ich lese es mal englisch vor, Striping Partner. MacRitter Roter Mond. Als seltene Karte und dann haben wir als ultra seltene Karte haben wir noch einen Boot-Sektor-Start für die Rakete-Monster, die Feldzauberkarte. Untertaktungsübernehmer, Wiederherstellungszauberer Zauberer und FA Stadt Grand Prix und Geistertrick-Renovierung. FA heißt es, wenn ich bitten darf. Du hast FA gesagt. Ich weiß gar nicht, heißt es. Im Deutschen geht das auch, ne? Formel-Athleten? Ich weiß nicht, ob das auf Englisch gehalten sein soll, ich glaub, das FA. Grand Prix ist ja. Das bin ich mir nicht sicher. Ist ja Französisch, ne? Genau, weil ich glaube, das UA ist ja auf das Englische bezogen. Deswegen weiß ich nicht, ob man FA wirklich FA sagen würde im Deutschen oder FA trotzdem sagen müsste. Da sind wir uns weiß mal unsicher. Ich weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall gucken wir uns nochmal an, was wir gezogen haben von den seltenen Karten. Zeig mal, was du hast, was ich habe. Wow, ich habe einen Baguska gezogen. Ja, ich habe keine bei den super seltenen Karten. Bei den geheimnis seltenen. Nee, jetzt musst du erstmal mit deinen ultra seltenen Karten, glaube ich. Ja, stimmt. Ich fange erstmal mit den ultra seltenen an. Da haben wir auch mein Ritualheiligtum und den Bootsektor Start. Ja, dann hast du noch eine goldene. Ja, dann habe ich eine goldene seltene Karte, Chaosform. Dann habe ich eine geheimnis seltene Karte. Geheime Sechs-Samurai-Herzen. Super doppelt geheim. Und dann habe ich nochmal die Dimensionsbarriere. Das war mal eine gute Herausforderung, muss ich sagen. Sehr schwierig, auf Deutsch alles extra sofort zu lesen. Ich finde es aber halt auch ein bisschen albern, weil dass die Leute immer so merken, liest mal alles auf Deutsch vor oder was benutzt ihr die ganze Zeit die englischen Wörter, ist es halt wichtig, dass sich die Sprache weiterentwickelt und die Sprache sich nicht irgendwie in so einem Zustand befindet und einfach so da bleibt, sondern dass neue Wörter reinkommen, neue Wörter rausgehen. Klar, ich verstehe, dass wir manchmal zu krass abgehen und dann sehr viele Fremdwörter benutzen. Ja, muss aber einfach sagen, Yugi ist halt nun mal ein internationales Spiel und da gibt es halt viele englische Abkürzungen genau. Und Fachbegriffe, die man einfach verwendet. Und das ist. Ja, genau, und deswegen haben wir es ein bisschen mal übertrieben heute gemacht. Natürlich ganz unten sehe ich schon die Kommentare, ich sage jetzt mal das englische Wort cringe runterschreiben werden. Das ist halt so, ich finde, das ist eine gute Mischung, wenn man halt beide Sprachen miteinander arbeiten lässt und auch allgemein auch die deutsche Sprache sich weiterentwickeln lässt und nicht einfach quasi in dem Zustand lässt, so wie es das jetzt die letzten 50 Jahre war, sondern auch neue Wörter mit in den Wortschatz mit reinnimmt und so ein bisschen. Ja, natürlich sind Yu-Gi-Wörter vielleicht nicht so wichtig vielleicht für den Wortschatz, aber das ist halt auch schön, wenn man so ein bisschen diese Yugi-Sprüche auch so ein bisschen im Alltag nutzen kann, so wie wir, ne, dann mal so, ja, ich sag mal auch wieder nochmal mit dem englischen Wort ein Display mit Wasserflaschen kauft oder so, das ist halt auch mal lustig, dann weiß man das so als Yugi-Spieler, worum es sich handelt. Ja, das war's dann hier von uns, wir haben es endlich geschafft, wir haben die Herausforderungen fast gemeistert, ich glaube, wir sind so schon sehr nah dran, ich glaube, du hast einmal, ich habe zweimal so ganz vorbeigegriffen. Ja, einmal am Anfang, muss erstmal warm werden, ne? Ja, ich glaube, die Kommentatoren werden auch dann bestimmt nochmal so 10 andere Fehler raussuchen, die uns gar nicht aufgefallen sind. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Irgendwann schaffen wir das mal, das komplett 100% nur auf Deutsch zu machen. Das bezweifle ich. Okay, das war's dann hier von uns und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.